Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Agilcare Workshop heute Abend am Pfingstmontagabend heute. Ich hoffe, Sie haben ein wundervolles, langes, schönes, sonniges, erholsames Wochenende genießen können und sind jetzt hier mit uns bereit für unseren Agilcare Workshop heute Abend. Am Montagabend, wie immer, um 20 Uhr hier im Internet. Nein, auf unserer Plattform für unseren Workshop. Und hier begrüße ich Sie recht herzlich. Ich begrüße natürlich auch diejenigen, die sich die Aufzeichnung anschauen und im Nachhinein dann also nicht im Live-Workshop dabei sein können oder wollen. Das ist natürlich auch möglich und Sie haben ja, wie Sie wissen, die Möglichkeit, bis 10 Tage nach Aufzeichnung des Workshops jeweils sich diesen anzuschauen und dann auch noch dort in der Aufzeichnung uns Fragen zu stellen. Nichtsdestotrotz bleibt Ihnen auch immer die Möglichkeit, uns anzurufen zu den üblichen Terminen zur Telefonstunde und auch ein Ticket zu hinterlassen. Aber nun befinden wir uns hier im Agicare Workshop. Und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Lieben Dank, Mutti und Papi, ihr seid auch mit dabei und unterstützt mich bei der Beantwortung der Fragen. Und ich möchte gar nicht weiter und viel mehr Vorrede halten, sondern jetzt hier mit meinen Ausführungen beginnen und starte die Präsentation jetzt hier und gebe Ihnen auch die Möglichkeit, sich die Unterlagen herunterzuladen, so dass Sie sich dann aufbewahren können, wenn Sie möchten, nochmal darauf zurückgreifen können, um das ein oder andere eventuell nachzulesen. Wunderbar. Ich freue mich. 29. Mai heute, ein Montag, und deswegen sind wir hier. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Jetzt wundern Sie sich über meine erste Folie. Corona, was? Also ja, 2 Jahre nachdem der ganze Spuk für uns anfing, gibt es immer noch keine Ruhe für uns. Es wird in Anführungszeichen fleißig getestet auf der Suche, was habe ich denn jetzt? Und es wird auch gefragt, was geht denn aktuell um? Kann es sein, dass? Das sind natürlich auch immer die Fragen, die wir oft in unseren Tickets gefragt werden, auch in unserem Telefonsupport oft gestellt bekommen. Ist es nur ein Schnupfen oder Covid-19? Und ich hoffe, Sie halten mich nicht für arrogant, wenn ich Ihnen hier sage, aus Sicht von Agicare und der Anwender von Agicare kann es uns fast egal sein. Wie gesagt, ich hoffe, Sie nehmen mich nicht für arrogant, sondern hören mir weiter zu, indem ich dann hier ausführe, ja, bei ersten Anzeichen einer Erkältung oder eines grippalen Infekts haben wir die Möglichkeit, mit Agilcare hier zu arbeiten. Erste Anzeichen meine ich kribbelnde Nase, Halskratzen zum Beispiel. Und hier ist die Anwendung, die wir am häufigsten empfehlen, weil wir auch hier die meisten positiven Rückmeldungen erhalten. Und was heißt die meisten? Es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die uns hier die Rückmeldung geben, die mit den entsprechenden Symptomen dort diese Anwendung durchgeführt haben, A117 grippaler Infekt, diejenigen haben uns sogar rückgemeldet, dass noch während der Anwendung hier die Symptome anscheinend zurückgegangen sind. Und deswegen ist es in dieser Hinsicht auch unsere erste Empfehlung an Sie, wenn Sie uns fragen, was kann ich denn tun bei den ersten Anzeichen einer Erkältung oder eines grippalen Infektes? Es gibt natürlich auch die Situation, wo sich grippeähnliche Symptome zeigen. Zum Beispiel, das gibt es zusätzlich Fieber oder man ist abgeschlagen, total energielos, man fühlt sich richtig krank und
da kann man oder ist die Empfehlung aufgrund auch unserer Rückmeldung, die Anwendung WEI22 Viren umfassend, das auch in Klammern hinzugefügt, welche Erreger einschließlich auch mit hier abgedeckt sind, die auch hier eliminiert werden. Das sehen Sie hier. Und zusätzlich auch die Anwendung A434 RS-Virus. Das sind hier Erreger, die entsprechend, wenn sie vorhanden sind, damit sehr gut eliminiert werden. Und was heißt sehr gut eliminiert? Man merkt das schon in den ersten Anwendungen. Und was ist, wenn es sich doch eventuell darum handelt, dass man vermutet, ich bin mit Corona infiziert, mit Covid-19. Und auch da haben wir eine Lösung, die kennen Sie. Ich habe sie hier auch trotzdem aufgeführt. Die Anwendung heißt SAL1, Human Coronavirus 2021 V5. V5 heißt Version 5. Also dort sind entsprechend schon auch mehrere Versionen bekannt, die natürlich auch zur Verfügung stehen. Aber auch hier bei dieser Anwendung ist es so, dass die Erreger sehr gut erreicht werden, eliminiert werden und bezüglich dessen auch deren in Zusammenhang stehenden Spike-Proteine. Unsere Empfehlung ist darüber hinaus noch, dann die beiden im Namen genannten Programme durchzuführen, einmalig vor der ersten Anwendung SAL1. Wenn Sie das erste Mal verpasst haben, dann reicht es trotzdem, sie einmalig durchzuführen. Und diese Anwendungen lauten BOE2, Prevotella melaninogenica und C1068, Mycobacterium tuberculosis HC. Sie sehen sie hier aufgeführt und so finden Sie sie auch bei uns im AgriCare-Katalog und auch im Programm, um sie auszuwählen, um sie durchzuführen. Was wir immer empfehlen dabei, ist das Trinken von Kiefernnadeltee. Da habe ich Ihnen hier auch, wenn Sie möchten, noch einmal die Rezeptur, das Rezept jetzt zum Download freigegeben. Wenn Sie dann nochmal auf den Punkt Files klicken bei sich, können Sie auch dort das Dokument herunterladen. Wenn Sie das jetzt nicht möchten, können Sie das später tun. Und zwar von unserer Seite, die hatte ich Ihnen letzte Woche vorgestellt, die Seite ulrich-mtc.de/download. Es spricht somit also nichts dagegen, wenn man zum Beispiel das nicht richtig unterscheiden kann. Sie sehen hier, ich blätter mal zurück, es sind ähnliche Symptome, eventuell kommt Fieber dazu, man fühlt sich sowieso schlecht. Wir mit AgriCare haben die Möglichkeit hier sogar, wenn wir diese Erreger vermuten, diese Programme auch alle durchzuführen. Wir müssen es gar nicht spezifizieren, weil Sie wissen, die Anwendungen können durchgeführt werden und wenn im Körper die Erreger eventuell nicht vorhanden sind, dann ist das für Sie schadlos. Die Frequenzen werden resonanzlos durch den Körper durchgeleitet. Und stoßen dann nicht auf Resonanz, beziehungsweise wenn die Erreger da sind, dann werden sie natürlich eliminiert. Genauso wie ich das hier kurz dargestellt habe, können Sie auch vorgehen, wenn Sie die auf unserer Download-Seite zur Verfügung gestellten Informationen, also und zwar das Dokument, ich habe Ihnen die Seite gezeigt hier, das Dokument unter dem Punkt Wissenswertes. Das Dokument heißt Liste der Erkrankungen und Pathogene. Das können Sie sich gerne einmal anschauen. Ich hatte es letzte Woche am Rande vorgestellt. Ich habe hier einen Punkt herausgenommen, und zwar den betreffend die Erkrankungen der oberen Atemwege. Und dann sind zum Beispiel aufgeführt Sinusitis, Pharyngitis, Laryngitis, Tonsillitis. Und dann finden Sie in der Tabelle zugehörig zu diesen Erkrankungen auch die Erreger, die hier beteiligt sein können. Also wir haben Streptokokken, zum Beispiel Streptococcus pyogenes oder Streptococcus pneumoniae.
aber auch Viren, nämlich die Adenoviren, Rhinoviren und Influenzaviren. Und hier sehen Sie schon auch, dass diese auch sogar im Namen zum Beispiel von der Anwendung WEI2.2-Viren umfassen. Dort sind auch einige dieser aufgeführt und Sie können sie damit eliminieren. Wir haben eine Anwenderin, die ist so ähnlich vorgegangen. Sie hat den Verdacht bei sich gehabt, sie ist mit Corona infiziert und hat sofort dann ab dem ersten Tag, wo sie diesen Verdacht für sich festgestellt hat, die Anwendung SAL1 Human Coronavirus 2021 V5. Diese Anwendung hat sie durchgeführt täglich und hat dann festgestellt, es ist trotzdem noch so, dass ein festsitzender Husten sich gebildet hat, beziehungsweise nicht wirklich weggeht, und beschrieb es für sich wie eine Bronchitis, hat sich gedacht, ja, die Anwendung heißt auch Bronchitis bei uns im Programm, U64 Bronchitis, und von uns bekam sie noch die Ergänzung A194 Lungenstärkung. Diese beiden Anwendungen hat sie durchgeführt. Zusätzlich hat sie festgestellt, es hat sich ein Hautausschlag entwickelt, wahrscheinlich aufgrund der Virusinfektion. Das ist nur gemutmaßt, das wissen wir nicht. Das wusste die Anwenderin auch nicht und hat aber hier Anwendungen für sich herausgesucht. Die hat sie sich selbst herausgesucht. Ich habe sie Ihnen hier aufgeführt. Einmal A72, Entzündung des Bindegewebes, dann U220, Entzündung, und A39, Blutreinigung. Das sind, wie gesagt, die drei Anwendungen, die die Anwenderin für sich selbst herausgesucht hat und durchgeführt hat. Und das Ergebnis ist, dass die Atemprobleme und der Husten sich nach 4 Tagen der Anwendung von der Anwendung U64 Bronchitis und A194 Lungenstärkung, sind ja hier aufgeführt, hat sich das nach 4 Tagen komplett erledigt. Und bei den anderen Anwendungen hat sie sogar noch mitgeteilt zusätzlich, dass schon nach 2 Anwendungen von jeweils A72, U220 und A39 war ein starker Rückgang des Hautausschlags zu vermerken. Und nach 4 Tagen war es fast weg. Und wir gratulieren natürlich zu dem Erfolg. Sie hat hier aus ihrer eigenen Einschätzung heraus vermutlich die richtigen Anwendungen zur Eliminierung der betreffenden Mikroorganismen durchgeführt. Also die 3 Anwendungen A72, U220 und A39. Und ist von sich aus ausgegangen und der Erfolg spricht für sie, indem sie hier dieses rückmelden konnte. Nach 2 Anwendungen ein starker Rückgang und nach 4 Tagen war es fast weg. Wunderbar, Gratulation von unserer Seite und wir freuen uns über die erfolgreiche Vorgehensweise mit Agilcare. So erfolgreich für sich zu sein, ist es, denke ich, notwendig, das nötige Wissen zu haben und das Wissen zu sich selbst und die richtige Einstellung zu sich selbst, aber auch das Wissen über das Drumherum zu haben und darauf zurückzugreifen. Und hier unterstützen wir Sie natürlich, und zwar auch im Speziellen mit unserem Informationsdienst AgilSmart. Ich habe Ihnen hier einen Ausschnitt mitgebracht, AgilSmart. Sie sehen hier die Einteilung von unseren Beiträgen. Das Credo von AgilSmart ist ein Wissen für ein Leben ohne Krankheit. Und somit haben wir hier schon sehr, sehr viele Beiträge veröffentlicht, zur Verfügung gestellt, die auch immer wieder abgerufen werden können. Und Sie sehen hier auch nochmal eine genauere Einteilung, und zwar von unseren Beiträgen. Sie sehen an der Nummerierung vorne, das ist nur ein Ausschnitt, das sind schon recht viele, die da zur Verfügung stehen. Und Sie sehen hier in der unteren Hälfte,
Da sehen Sie 12 Beiträge, die da heißen, das dreckige Dutzend. Sind in dem Fall 12 Beiträge, die wir abgeliefert haben. Der eine oder andere erinnert sich eventuell. Wir haben das hier auch im AgriCare Workshop vorgestellt und Ihnen zur Verfügung gestellt und dann in der AgriSmart Infothek dann für die AgriSmart Teilnehmer bereitgestellt, auch für einen längeren Zeitraum hinaus. Und in unseren Beiträgen klären wir über die entsprechenden Erreger aus. Und das sind, wenn ich jetzt hier auf das dreckige Dutzend mich beziehe, bezieht sich das auf Pneumokokken, Staphylokokken, Streptokokken, Meningokokken, Mycobacterium, Tuberkulose ist mit dabei, aber auch Clostridium tetanii, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheria, Legionella, Salmonella und es geht weiter mit EHEC und ägyptische Sprossen. Und wer das jetzt hier mal schnell durchgezählt hat, sieht, es sind 12 Erreger, die aufgeführt sind und wir haben zu jedem dieser Erreger einen Beitrag geliefert, um sie dann mit Wissen über diese zu versorgen für ein Leben ohne Krankheit. Insgesamt haben wir 191 Beiträge bislang hier in der Infothek zur Verfügung gestellt. Und jetzt fragen Sie sich eventuell, wie kommen wir daran? AgriSmart ist unser Infodienst, den wir stetig erweitern und er funktioniert wie ein Abonnement beziehungsweise vielleicht wie ein Club, wenn Sie sich das so vorstellen wollen. Im ersten Monat sprechen wir da von einem Betrag von 1 Euro und in den folgenden Monaten je 7 Euro im Monat, der Sie das eventuell kostet, wenn Sie hier teilnehmen möchten am AgriSmart, wenn Sie diese Beiträge dann anschauen möchten, darauf zurückgreifen möchten, wenn Sie sich dann diese nochmal anschauen möchten in der Zukunft. Sie haben den Vorteil, es ist jederzeit und fristlos kündbar. Also wenn Sie der Meinung sind, jetzt brauche ich das erstmal nicht oder ich habe alle Informationen erhalten, die ich wollte, dann können Sie das, wie gesagt, jederzeit und auch fristlos kündigen. Und was ich als großen Vorteil sehe, ist, dass bereits zu Beginn alle Beiträge zur Verfügung stehen. Also wie gesagt, sind derzeit bereits 191 und Sie gelangen zu unserem AgriSmart Infodienst über den Link, den ich Ihnen dort notiert habe, also ulrich-mtc.de/infodienst. Dort, diesen Link können Sie benutzen, können Sie sich aus dieser Folie herauskopieren, wenn Sie möchten, oder einfach so in die Browseradresse eintragen. Sie gelangen dort. Da werden Sie auch nochmal informiert, was hat es mit dem Infodienst auf sich, wie kommen Sie dazu und was ist eigentlich der Sinn dahinter, was haben wir uns dabei gedacht. Und dann, wenn Sie sich dafür entschieden haben, gelangen Sie immer zu den Beiträgen, wenn Sie die darunterliegende Adresse verfolgen, also ulrich-mtc.de/agismartbasic und dort können Sie sich dann die Beiträge anschauen. Ältere Beiträge, neue Beiträge. Über neue Beiträge informieren wir Sie automatisch, wenn Sie Abonnent des AgriSmart Infodienstes sind. Und Sie können sich dies jederzeit wieder anschauen, diesen Beitrag. Ja, ich denke, das war auch eine ganz gute Information und reiht sich dann in diese Information, die ich auch dann schon letzte Woche Ihnen mitgeteilt habe, was bei uns so im Hintergrund auch passiert, um was wir uns kümmern. Und Sie sehen, immer wieder steht es im Vordergrund, dass wir daran interessiert sind, für Ihre Verbesserung der Lebensqualität, dass Sie hier Wissen erwerben, dass Sie dort die Möglichkeit haben, entsprechende Erreger zu zerstören mit AgriCare und so weiter. Hier nochmal die Übersicht, wie Sie dann zu uns gelangen. Ich weiß nicht, ob Sie es genau sehen. Hier oben, ich mache den Strich gleich weg, dann können Sie es besser lesen. Dort dann nochmal die Adresse, wie Sie hier hingelangen, da ulrich-mtc.de/agismartbasic, wenn Sie bereits
Teilnehmer von Agismart sind, ist das die Startadresse. Sie müssen sich natürlich einloggen, aber das ist total unproblematisch. Und wir haben hier, das kann man vielleicht kurz erkennen, auch unsere Beiträge nach Themen sortiert. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, alle Beiträge zu sehen, aber auch, Sie sehen hier, gibt es einen Kurs zur Zellularmedizin oder etwa Informationen zum Vitamin-C-Kurs. Und das sehen Sie gerade hier nicht. Aber es gibt auch einen Kurs zum Beispiel, Esst Weizen, trinkt Milch. Das ist ein sehr interessanter Kurs, auch sehr, sehr viele Beiträge, die da zugehören. Dort geht es um ja Unverträglichkeiten, aber was passiert auch in unserem Körper, wenn wir bestimmte Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben? Was passiert, wenn wir uns entsprechend nicht gut oder doch gut ernähren? Und wie spielt das alles miteinander zusammen? Und wie gesagt, ein sehr, sehr interessanter Kurs, der dort auch vollumfänglich zur Verfügung steht in unserer Agismart-Infothek. Nochmal ganz kurz von mir hier unsere Kommunikationswege. Ich habe da jetzt letzte Woche sehr viel dazu gesagt und habe es Ihnen hier nur nochmal in die Folien eingetragen. Und auch möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass wir uns natürlich über jeden freuen, der auch Agilcare und mit uns, mit unserem Support so sehr zufrieden ist und uns weiterempfiehlt, unser Gerät weiterempfiehlt, unseren Service weiterempfiehlt und diejenigen, die bei denen das dann zu dem Kauf von einem Gerät, vom Agilcare-Gerät in unserem Shop resultiert, das honorieren wir natürlich sehr gerne mit der Tipp-Provision. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Und freue mich jetzt schon auf Ihre Fragen, die ich Ihnen natürlich sehr gerne beantworte.